War eine Flucht in den Westen eigentlich damals für Ihre Familie ein Thema? Mein Vater wäre gerne in den Westen gegangen, aber meine Mutter hatte abgeblockt. Meine Mutter ist im Krieg zweimal ausgebombt worden in Berlin. Hatte mein Bruder, 4 Jahre älter als ich, immer bei sich. Also es war eine nackte Überlebenstaktik, was sie da führte, um durchzukommen. Und nun hatte sie nach dem Krieg nun endlich eine Wohnung, wieder mal, und hatte Arbeit. Und man konnte sich versorgen. Okay, hatte meine Mutter gesagt, nö, ich fange jetzt nicht noch mal von vorne an. Und da hat sie alle Bedenken, ob sie politische Gespräche führten, weiß ich nicht, da kann ich mich nicht erinnern. Politische Gespräche fingen ja später an, als ich davon anfing. Aber meine Eltern haben nicht darüber gesprochen und deshalb sind wir im Osten geblieben, weil meine Mutter einfach nicht rüber wollte, nochmal neu beginnen wollte.